Hallo und willkommen zurück zu Webbers Supermarkt, zum Supermarkt-Simulator. Ja, es hat sich einiges getan, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe ein ganz schönes Stück weitergespielt. Bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich selber gar nicht mehr in der Kasse sitze. Heute ist der Test, das erste Mal mit drei Kassen zu spielen, anstatt zwei. Also ich hatte jetzt die ganze Zeit zwei Kassen. Das hat ganz gut funktioniert, außer dass die Kassen öfters mal voll standen. Jetzt habe ich mal noch eine dritte Kasse hier reingepackt. Schauen wir mal, was passiert. Und habe hier ein bisschen die Kühlschränke weggemacht. Einer steht jetzt hier mal mit dran, das ist egal. Und einen habe ich aus 2-1 gemacht. Und zwar habe ich Butter und Joghurt jetzt mal in einen Kühlschrank, weil das sind so viele Artikel auf einmal. Das sollte eigentlich passen. Das Ziel ist jetzt, so schnell wie möglich die nächste Erweiterung zu bekommen, dass wir da hinten das Eck freikriegen, dass wir dann die nächste Lizenz kaufen können. Weil nämlich das Lager, tada, ist komplett ausgebaut. Also wir haben auch schon Regale hier liegen, neue. Wir haben schon einen neuen Kühlschrank rumliegen. Und wir haben einmal alle Waren, die es gibt im Supermarkt, in einem Regal, zumindest in einem Fach. Das heißt, meine Tagesaufgabe, übrigens, die Tür ist jetzt auch offen. Also man braucht die dritte Erweiterungsstufe des Lagers, dann ist die Tür offen. Meine Aufgabe ist es jetzt nur noch aufzufüllen. Also ich habe auch hier jetzt den Computer stehen, nicht mehr drüben. Und hole mir das Zeug hier rein, schmeiße es in meine Regale. Teilweise habe ich auch ein bisschen was neben den Regalen stehen. Und fülle auf. Während die drei Jungs, die alle übrigens genau gleich aussehen, das finde ich ein bisschen schade, dass sie da nicht irgendwie noch eine Frau reingebaut haben oder einen anderen Charakter. Die kassieren die Jungs und ich halt den Überblick mit dem Auffüllen. Wichtig ist immer Toilettenpapier, Hähnchen und Kartoffeln, weil das sind so große Artikel, da haben wir hier sogar noch einen Karton stehen, dass die relativ schnell leer gehen. Ja, und das Schlimme ist, und da finde ich das Lager zum Beispiel kacke, gerade Kartoffeln, Klopapier und ich glaube auch diese Ajax-Dinger hier, also das Bleichmittel, kannst du immer nur einen einzigen Karton reinstellen. Während du Salz, habe ich jetzt noch 97 auf Lager. Ja, als, nur so als Vergleich. Oder von den kleineren Kartons kann man 6 Stück einlagern. Das langt eine Weile. Natürlich spare ich dadurch Geld, weil ich fülle das einmal richtig auf. Schmeiß mir hier mal ein, zwei Kartons ins Lager und das war's. So habe ich am Ende des Tages mehr Geld wie vorher. Rechnungen sind bezahlt. Die drei Jungs kosten mich 80, 160, $240 am Tag. Mal gucken, ob es sich rentiert. Die vierte Kasse kann ich erst bei Supermarkt Level 50 freischalten. Ich habe jetzt gerade mal 33. Natürlich hätte ich auch Auffüller nehmen können. 2 Stück. Aber die, ich weiß nicht, lieber fülle ich auf und lasse die Kasse machen. Weil die Kasse ist irgendwie mittlerweile langweilig, finde ich. Ziel ist natürlich die nächste Lizenz und die nächste Erweiterung. Und die Erweiterung, die haut richtig rein. $6.700. Aber die brauche ich. Weil wenn ich die habe, kann ich die auf jeden Fall reinhauen und dann müssten wir auch die nächste hinkriegen. Aber das sehen wir dann. Ja. Gut, dann wollen wir die Jungs mal schaffen lassen, ne? Schauen wir mal, wie es läuft, wie die Kassen voll stehen oder nicht. Also im Prinzip kann ich mich jetzt in die Ecke stellen und zuschauen am Anfang. Hier beobachten wir die Jungs. Ihr werdet vom Chef beobachtet. Macht gute Arbeit, Freunde. Ja, ich hatte jetzt auch das erste Mal einen Besucherrekord, würde ich es mal nennen. Und zwar hatte ich jetzt 56 Kunden tatsächlich. Die ganze Zeit war ich bei 52, 53, jetzt haben wir 56. Schauen wir mal. Mal sehen, ob das läuft hier mit den Kasten. Das wird sich jetzt zeigen. Und also ich muss sagen, es macht immer noch Spaß. Jetzt bin ich ja mehr so der Marktleiter, so wie es sein sollte. Ich kontrolliere, das läuft, fülle auf
und habe mit den Kassen nichts mehr im Hut. Nur abrechnen tue ich. So, der geht jetzt zum Beispiel mit an die Kasse, obwohl eine Kasse frei ist. Also ich habe das noch nicht ganz kapiert, das System. Auf jeden Fall hatte ich hier zwei Kassen, dann sind hier an jeder Kasse 8, 9 Leute angestanden und das war scheiße. Weil man merkt, die sind langsamer wie der Mensch, definitiv. Aber solange es funktioniert, soll mir das egal sein. Solange oben die Kohle fließt. Hallo, schöne Frau, Sie können auch gerne mit mir ins Lager gehen. Ich habe fast eine Dame hier drin. Was ich jetzt natürlich überlegt habe, ist, ob ich jetzt nach und nach umstellen muss, dass ich tatsächlich die Regale anders befülle. Also nicht mehr 4 Regale voll mache, sondern nur noch 2 bei vielen Sachen. So zum Beispiel sagt die Kuchen, machen wir ein Regal draus, Müsli machen wir ein Regal draus. Also es gibt schon so Sachen, wo ich am Überlegen bin, umzustellen. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen, guten Tag die Damen, der Herr, wie geht's Ihnen? Sind noch genug da? Wie was machen Kartoffeln? Ja, was macht's Klopapier? Kauft gar niemand heute. Schön, dass Sie bei uns im Markt sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas? Kann ich Ihnen irgendwie helfen beim Suchen? Brauchen Sie etwas? Für Sie, junge Dame, alles in Ordnung bei Ihnen? Aber da stehen jetzt 3. Da steht eine, da steht niemand. Warum steht ihr an der Kasse an? Kann ich eine Kasse wieder zumachen. Die stehen alle an einer Kasse an. Ich verstehe es nicht. Liebesspiel, warum ist das so? Warum könnt ihr nicht anders anstehen? Der steht auch wieder da an. Junge Herr, die Kasse ist frei. Da steht gar niemand. Gehen wir mal Hühnchen holen. Da haben wir eine angefangene Kiste. So. Schauen wir mal nach den Kartoffeln. Jawohl, da können wir auch einen Karton reinklatschen. Klopapier. Wiedersehen. Klopapier können wir gleich den nächsten Karton holen. Was ein bisschen blöd ist, die Tür steht jetzt natürlich im Regal drin. So. An der Kasse steht jetzt niemand. Auf jeden Fall haben wir gut Kundschaft im Laden gerade. Also ist richtig was los. Richtig was geboten. Ja, das passt locker hier. Also ich sitze ja, also Butter und Joghurt in eins zu packen war auf jeden Fall mal gut. Bin auch schon am Überlegen, ob ich die Eier dann zusammenpacke. Ich mach mal Licht an. Ein bisschen der Nachteil ist, wir haben im Lager kein Licht. Also wenn es dunkel ist, dann ist sie halt dunkel. Aber Gott sei Dank leuchten die Schilder, also man sieht, was ist. Man könnte jetzt natürlich auch schon während dem Tag auffüllen immer wieder, ne? Also jetzt schon anfangen hier wieder aufzufüllen,
dass ich dann nicht jeden Tag am Ende des Tages oder vorm Beginn des Tages auffüllen muss. Theoretisch. Besser. Aber müssen wir mal gucken. Ist ja jetzt noch eine Testphase mit den drei Kassen. Stehen überall an, okay. Also es geht, sie stehen zwar fast ineinander, also die zwei könnte man meinen, die kuscheln jetzt gleich. Aber es geht. Und das Geld fließt. Da mal ein bisschen viel leuchten und da hinten ein bisschen wenig. Die Leuchten sind nicht optimal verteilt. Ich kann aber hier, glaube ich, auch keine reinsetzen. Oh doch, ah, ich könnte theoretisch das Lager beleuchten. So, eigentlich ist jetzt schon 9 Uhr. Also 21 Uhr, der Tag ist eigentlich zu Ende. Aber ihr seht ja selber, was hier noch los ist. Jetzt stehen sie an der Kasse an. Die ist frei. Oh, hallo, schöne Dame. Nice. Kann ich auf die Kasse stehen. Auf geht's. Arbeite schneller, mein Sklave. Gib Gummi an Flummi. Hähnchen sind gut weggegangen, Kartoffeln geht so. Wiedersehen, der Herr, schönen Tag noch, oder schönen Abend, besser gesagt. Ich glaube, einer ist noch hier, einer ist noch unterwegs. Das dürfte auch der Letzte sein. Warum gehst du jetzt nicht an die Kasse? Wir werden alle drei gleichzeitig fertig. Der hat den halben Markt noch leer gekauft. Es gibt noch mal fast $100. Stark. Über 100 sogar. $2.643. Und das, obwohl ich die Kasse neu gekauft habe, ist jetzt ja gleich in der Abrechnung. 53 Kunden. Wir haben nämlich Erweiterungskosten von 900 gehabt. Die habe ich jetzt heute nicht mehr. Das heißt, wenn ich für $1.000 ungefähr bestelle, habe ich noch $1.600 übrig. Plus die 2.500, die wir einnehmen, dann ungefähr sind wir schon bei über $3.000. Kaya Shampoo. Also momentan, die letzten 3 Tage, hat sich immer nur der Preis nach unten verändert. Boah. Wir könnten jetzt natürlich die Standardpreise machen. Wartet mal, Leute. Weil ich muss es ja nicht mehr rechnen. Ich muss ja jetzt nicht mehr in der Kasse sitzen. Wir machen jetzt den maximalen Profit. Na wow. Okay, bei vielen ist es tatsächlich schon nah dran, ne?
Aber die paar Cent, wer den Cent nicht ehrt, ist das Geld nicht wert. Habe ich mal gelernt. Das ist tatsächlich bei 6. Acht null acht. 4,45. Spaghetti. Also ich sehe schon, was wir auffüllen müssten. Was ich jetzt natürlich machen kann, ist, ich fülle kurz auf nebenher, ne? Dann. Jetzt gehen wir erst einmal rum. Und lass dann laufen. Schon. Tu in der Zeit mein Lager auffüllen, wo es schon läuft. So sparen wir Zeit. $11,13 für die Milch, das ist schon heftig, gell? Wow. Joghurt, Butter. Das sind Preise, ey, das ist unglaublich. Da brauchst du dich nicht wundern, ey. Da würde ich tatsächlich nur noch mit Karte bezahlen, wenn es zu blöd wäre, ey. Da musst du ja jedes Mal kleine Centbeträge übrig haben. So, jetzt hier noch. So. Hier. 74. Boah, das kostet genau $12, Alter. Also bei vielem haben wir tatsächlich schon den Preis. Aber wie gesagt, wenn es plus $10 mehr sind jetzt am Tag. $10 sind $10, Leute. Nehmen wir mit. So. Habe ich alle? Ja, ich glaube, ich habe alle. Alter, hier hinten habe ich auch. Habe ich da angefangen? Ja, Hammer. So, jetzt mache ich Folgendes. Also so habe ich es jetzt angefangen zu machen. Wir gehen das Regal durch, einmal Kaffee mitnehmen, auffüllen. Dann schauen wir. Wir füllen jetzt einmal auf und danach hauen wir die Dinge rein. Die Bestellung, was wir brauchen. Das hat irgendwie, ist die Idee nicht blöd. Da sind jetzt zwar nur noch 2 Flaschen übrig, aber kommen wieder ins Lager. Das hier dürfte nur noch eine Packung sein. Nudeln sind zum Beispiel jetzt komplett leer. Müssen wir auf jeden Fall bestellen. So, dann machen wir hier unten weiter. Öl. Kommt wieder ins Lager. Zack. Mehl. Also ihr seht, es hat schon so einen gewissen Reiz, ne, das Lager. Weil wir können jetzt wirklich alles immer voll klatschen soweit. Und können dann tatsächlich, ich glaube, die Idee ist gar nicht so blöd. Hier sehe ich zum Beispiel nicht den Grund, warum ich jetzt einen zweiten Karton anfangen sollte. Schokopick oder Schokipick. Haben auch genug. Das langt auch eine Karton.
Ja, und so geht es jetzt durch. Da werden wir beide Kartons brauchen. Dafür waren Spaghetti jetzt lang nicht mehr leer. Also da haben wir tatsächlich, habe ich lang nichts mehr aufgefüllt. Müssen wir auf jeden Fall kaufen. Ja, und so geht es jetzt durchs ganze Regal durch. Man muss halt wissen, wo steht sein Zeug, ne? Weil kann jetzt einfach schön im Kreis laufen, weil du sonst musst du suchen. Natürlich kannst du jetzt versuchen, den Markt so anzuordnen, wie es jetzt im Lager auch ist. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber dafür müsste ich alle Waren eintüten, umtüten und so weiter. Das wäre ein Riesenaufwand. Das mache ich mit Sicherheit nicht im Video für euch. Weil das wäre ja mit Sicherheit langweilig. Öl. Wo waren wir stehen geblieben? Erdnussbutter. Also wertvoll. Käse. Ja, der steht jetzt hier. Das langt auch erstmal. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man das Zeug so wie ich relativ großzügig anbietet. Also wirklich mit mehreren Regalböden und nicht bloß mit einem halben Regal oder so, ne? Dadurch muss man nicht jedes Mal alles komplett vollklatschen. Milch ist hier. Sehr gut, dann haben wir Tee, brauche ich gar nichts erfüllen. Hier habe ich so viel im Regal. Das, so, die Turco-Cola, die läuft in letzter Zeit gar nicht so schlecht. Muss ich sagen. Also da habe ich jetzt in letzter Zeit schon sehr viel aufgefüllt. Milchpäckchen gehen eigentlich auch immer ganz gut. Ja, langt auch ein Karton erstmal. Apfelsaft, da werden wir wahrscheinlich kaufen müssen dann. Ja, weil da habe ich jetzt wirklich nicht mehr viel übrig. Sprite oder Zap Soda, wie es hier heißt, ist für mich Sprite, eindeutig. Schon alleine von der Farbe her. Passt genau der Karton mehr. Sehr gut. Dann Rice. Ist auch okay so. Salz. Habe ich eigentlich erst voll gemacht. Kann ich viel fehlen. Da war noch ein Salz drin. Ja gut, okay, dann lassen wir das so. Dann Orange Juice. Könnte man dann einen Karton mal kaufen. Und die weiße Cola. Das steht jetzt 3, das heißt, das ist sind keine zwei vollen Kartons, sondern leere. Meister Propper, Flüssigkraft. Komplett voll. Haben wir auch noch einen Karton. Hier, das Ajax-Zeug musst du immer kaufen. Wo ich mich dann frage, warum sollte ich das eigentlich lagern? Ne? Das ist so ein Artikel, wo ich denke, brauchen wir nicht auffüllen, das weiß ich. Brauche ich das? Muss ich das wirklich?
Schokolade ist gut gegangen, da machen wir gleich zwei Kartons rein. So, sehr gut. Brauche ich das wirklich hier? Also muss ich dafür einen Regalplatz verschwenden? Ich weiß es nicht. Bon Papa. Ist komplett voll. Also das ist zum Beispiel, das sind Artikel, die brauche ich so schnell auch nicht nachkaufen. Ne? Da spare ich dann natürlich Geld. Muss ich da wirklich so viel haben? Na, da muss ich echt überlegen, das Zeug. Ich kann jetzt zum Beispiel natürlich auch so machen. Ne? Ich kann das Ganze auch nehmen. Also könnt ihr jetzt zum Beispiel hier den Regalboden leer machen. Den voll machen. Den leer machen und könnt den anderen Kuchen dann rüberladen. Ne? Theoretisch. Aber das mache ich, wie gesagt, dann, wenn, dann außerhalb der Aufnahme. Das haben wir gehabt. Nee, Süßigkeiten haben wir noch nicht gehabt. Sechs und acht, das langt erstmal. Dann jetzt noch Müsli. Müsli geht immer ganz gut weg, muss ich sagen. Also man merkt schon, was so seine Verkaufsschlager sind und was nicht. Dann kommen wir jetzt zum Thunfisch. Langt auch erstmal wieder. Honig läuft eigentlich auch immer sehr gut. Was gut für mich ist, weil der ist teuer. Ja, meine Nase ist zu, Leute. Entschuldigt, wenn ich ab und zu ein bisschen schniefe, aber ich habe ein bisschen Schnupfen bekommen. Aber bei dem Wetter, das wir hier in Deutschland im April haben, das ist ja. Also. Ekelhaft. Ekelhaft. Mozzarella. Ist auf der Seite, glaube ich, ja. Flankt auch. Jetzt haben wir das. Dann die Spülmaschinen-Tabs. Die laufen eigentlich auch immer echt gut. Ja, sogar ein ganzer Karton leer. Handseife. Ist ein angefangener Karton, aber der hebt noch. Dann haben wir hier Shampoo. Das war schon ein angefangener Karton. Machen wir leer, sehr gut. Dann Klopapier, Freunde. Das ist genau das, was ich sag. Ich nehme jetzt da oben das Klopapier raus. Füll auf. So, habe jetzt noch zwei Klopapier übrig. Warum soll ich das jetzt ins Regal stellen? Das sind so Sachen, wo ich sage, soll ich da nicht lieber hier fünf Kartons übereinander stapeln und habe mehr davon, wie wenn ich das ins Regal packe? Ist eure Meinung dazu? Das gleiche mit Kartoffeln. Hier, das gleiche Thema. Gut, der wird jetzt zum Beispiel sogar ganz leer. Sie muss ich so oder so nachkaufen. Pizza. Pommes, die müssen wir auch nachkaufen, so wie es aussieht. Da ist nämlich viel übrig. Hähnchen, gleiches Spiel. Da muss ich sogar zwei Kartons kaufen, weil ich nicht genug habe zum Auffüllen. Die Honeybees. Das
Sehr gut. Butter brauchen wir nicht. Zucker, das läuft, also der Sirupzucker oder was auch immer das ist. Der läuft eigentlich auch mal ganz gut. Und Eier, vierer Eier. Oh, jetzt habe ich den Karton im Weg. Das ist halt ein bisschen der Nachteil, natürlich. Die sind hier. So. So, weil jetzt haben wir alles soweit aufgefüllt. Das Einzige sind die Hähnchen, die hole ich dann. Wir können jetzt öffnen und fangen jetzt an aufzufüllen hier im Lager. Und zwar, Hähnchen haben wir ja festgestellt, holen wir gleich zwei. Definitiv. So, und jetzt habe ich den Vorteil für mich selber, dass ich hier jetzt durchgehen kann und das passt dann mit dem jetzt überein, zumindest fast. Zweimal Nudeln, dann brauchen wir Spaghetti und Mehl jeweils zweimal. Davon haben wir noch. Einmal Milchpäckchen, weil die gehen auf jeden Fall leer. Die fangen schon an zu kassieren. Apfelsaft und kaufen. Zack. So, und jetzt kann ich nämlich unabhängig von den Kunden hier nach und nach auffüllen. Apfelsaft, Milchpäckchen, zack. Spaghetti sind da oben, ne? Mehl. Mehl, Nudeln. Ihr seht ja, das geht dann viel schneller. Hähnchen müssen wir gleich einladen. Guten Tag, die Herren. Guten Morgen. Oh, da ist jetzt noch ein Hähnchen übrig. Schmeiße ich bestimmt nicht ins Regal. Also da werde ich mir echt überlegen, die rauszunehmen und die hier zu stapeln ohne Scheiß, weil das ist sinnfrei, meiner Meinung nach. So, Orangensaft auf jeden Fall einmal. Das komische Ajax-Zeug. Ich sage immer Ajax dazu. Da haben wir noch jeweils einen Karton. Auf jeden Fall einmal Geschirrspültabs. Toilettenpapier. Kartoffeln, natürlich. Und das war's schon. Oh ja, Dingschen bezahlen. Ne? Ich weiß gar nicht, habe ich das gemacht heute? Nö. Müssen wir auch machen. Logisch. Bankkredit ist abbezahlt. Ne? Falls ihr euch wundert, der ist weg. Den gibt es nicht mehr. Tag, die Dame, entschuldigen Sie bitte. Wo waren die? Da unten, ne? Nein, da rein, nicht öffnen. Oh, scheiß Ajax, zeigt er. So, Orange Juice ist, glaube ich, auch hier. Naja, so. Ist alles schon soweit wieder voll. Und wir haben nicht viel Geld ausgegeben. Machen wir kurz unsere Runde. Komme ich nicht hinten durch. Ist echt scheiße. Seht ihr jetzt nämlich die Kartoffeln aus dem Regal schon leer? Wir probieren mal was. Kaufen jetzt drei.
will das jetzt mal sehen, ob man die übereinander stapeln kann. Der liefert die ja auch übereinander. Warum soll ich die dann nicht übereinander stapeln können? Zack, die Wand schieben. Zack, oben drauf. Zack, oben drauf. Ist es nicht sinnvoller, das so zu machen? Toilettenpapier genauso. Scheiß gar nicht mehr auffüllen. Das leer machen hier. Zack. Zack. Und Hähnchen genauso. Ich glaube, das mache ich so. So, kurze Runde. Oh, Hähnchen. Ja, das ist genau das, was ich sage. Da ist ein ganzer Karton jetzt schon wieder leer. Weil einfach vier Stück nichts ist. Ne? Das ist vier Kunden, die ein Hähnchen kaufen, sind vier Hähnchen weg. Wenn einer für seine Großfamilie Hähnchen kauft und zwei braucht. Ich mach mal kurz Licht an, Jungs. Nicht erschrecken. Scheiß drauf, wir machen das jetzt. Dreimal Hähnchen, Kartoffeln, Hammer und dreimal Klopapier. Zack. Ja. Scheißegal. Die können wir wahrscheinlich jetzt schon reinschmeißen. Wart's ab. Sag ich doch. Sorry, ich muss da durch. Achtung. So, jetzt haben wir hier Klopapier. Das machen wir daneben. Das ist schon, also im Dunkeln ist schon krass hier, gell? Gott sei Dank leuchten die Etiketten so laut, so hell, so laut. Die Etiketten leuchten so laut, ja. Ja, Weber, genau so. Die Etiketten leuchten laut, dass man sie hören kann. Mein Gott, ey. Weniger Nasenspray, weniger Drogen, mehr Kaffee. Ah, ja, vielleicht eine gute Idee. So. Zack. Das Ajax-Gedöns ist das nächste, was wir da daneben packen. Da habe ich nämlich schon wieder Plätze frei. Schieben wir das alles eins rüber. Zack, zack, zack. Dann sind schon wieder drei Regalplätze frei. So, jetzt drehen wir nochmal eine Runde. Ja, Hähnchen könnte man schon wieder auffüllen. Kartoffeln auch. Jetzt muss ich nur überlegen. Das sind Kartoffeln. Das muss ich mir merken. Oder man stellt sie nebeneinander, solange Platz ist. Mehr eine Möglichkeit, dass man sagt, nee, das brauche ich nicht. Seht ihr, da fängt es nämlich an. Oder man stellt es so hin. Nee, das ist scheiße. Minder nebeneinander. Der Rubel rollt, wir haben gleich 4.000 Dollar. Das ist der höchste Stand, den ich je hatte, ohne Kredit. Also das System funktioniert, Leute. Ich bin davon überzeugt. Drei Kassen funktioniert auch sehr gut. Wir haben nirgends richtig lange Schlangen. Oh, Spaghetti, Alter, was ist da passiert? Die haben doch gerade erst nachgekauft. Hauen wir gleich mal einen Karton rein. Den werden wir morgen nachbestellen müssen, weil jetzt gibt es keine mehr. Da werden wir sogar einige nachbestellen müssen. Ich glaube, das sind die letzten Kunden, ne? Jungs, ihr macht sehr gute Arbeit. Ich bin stolz auf euch. Sauber geschafft, Junge. Du bist jetzt der Hugo. Sauber geschafft, Hugo.
Bernd, wunderbar. Fritz, alles tutti. Sauber, Jungs, schönen Abend und auf Wiedersehen. Wir haben jetzt 4.650 Dollar und wir haben tatsächlich gekauft und aufgefüllt. Ne? Also man, ist es nicht so, dass ich nichts gekauft habe. Das heißt, 57 Kunden, das ist absolut bombastisch. Wir machen jetzt am Tag ungefähr 2.400 Dollar plus, indem ich nichts tue, außer auffüllen und Lager auffüllen. Mehr mache ich nicht mehr gerade. Also man muss sagen, es funktioniert. Wir werden in der nächsten Folge schauen, dass wir die Erweiterung bekommen und dann für die nächste Lizenz vorbereiten, dass wir weiterkommen. Dann brauche ich aber auf jeden Fall wieder ein Regal im Lager. Da brauche ich Platz dafür. Da muss ich mal gucken, ob mein System mit dem Hähnchen, Klopapier, Kartoffel, Embargo, ob das dann noch funktioniert. Das sehen wir dann. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Lasst gerne Like, Kommentar, Abo da. Wenn ihr Bock auf mehr Informationen habt, kommt gerne auf meinen Discord. Ist alles verlinkt. Kommt gerne auf Twitch vorbei. Da werden wir sowas in Zukunft auch immer mal spielen. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen miteinander interagieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.